Wunder des Lebens. Frauen werden die kraftvollsten Menschen. In einer Zeit, in der wir radikale Anpassung brauchen, ist es notwendig, dass Frauen die Führung übernehmen. Eine Frau, die sich im Inneren verändern möchte, kann die ganze Welt verändern. Eine Qualität des Menschen ist Ganzheit. Also versuche ich als Frau, meine Weiblichkeit mit meiner Männlichkeit auszugleichen. Ein richtiger Mann schürt das Feuer und das Strahlen des Weiblichen. Er lässt sie alles sein, was sie sein kann. Und sie ist die Kraftquelle des Universums. Wir müssen neue Werkzeuge und ein neues Vokabular zur Verfügung stellen, Raum für Emotionen und Kommunikation lassen und junge Frauen unterstützen, Worte zu finden. Ist Nehmen und Erobern wirklich relevant? Wenn nicht, ist es für uns wichtig, zu erobern, zu nehmen und zu töten? Wenn Männer mehr Kinder aufziehen würden, dann erweckte das in Männern das Nährende und es ließe Jungen und Mädchen sehen, dass Männer auch liebevoll und nährend sein können. Führungspositionen sind so ungleichgewichtig gewesen. Das Maskuline war immer weit oben, trotz vieler Frauen in der Politik. Plötzlich beginnt das Feminine sich zu erheben und ich glaube, dass beide zu einer Gleichberechtigung kommen. Männer erkennen, wir brauchen ein bisschen mehr davon in uns. Und die Frauen erkennen, wir brauchen ein bisschen mehr davon in uns, von dem, was Männer haben. Ego zum Beispiel, das auch sehr nützlich ist.